Kongresse oder was auch immer. Ein Widerstand gegen Militarismus kann nur ein Widerstand in Solidarität sein. In Solidarität mit den Opfern der Drohnen, in Solidarität mit den US-amerikanischen Friedensaktivisten und Aktivistinnen, in Solidarität mit den Opfern einer Sozialpolitik, die schamlos die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer macht. I start the fire. Warum bist du heute hier? Weil ich eindeutig ein Zeichen gegen Drohnenmorde und militärische Vorgehensweisen setzen möchte. Deswegen bin ich heute hier. Ja. Warum bist du heute hier? Um zu demonstrieren, um ein Zeichen zu setzen, dass wir das so einfach nicht mehr länger hinnehmen möchten, weil es grausam ist, was hier passiert, weil es grausam ist, was von hier aus in die ganze Welt getragen wird, weil unsere Politiker die ganze Zeit davon sprechen, Fluchtursachen zu bekämpfen. Und ich glaube, den Krieg zu stoppen wäre mal Nummer eins. Und der Krieg geht zum großen Teil von hier aus. Deshalb bin ich heute hier. Wir wollen Drohnen jetzt stoppen. Wir wollen Drohnen jetzt stoppen. Wir wollen Mörderdrohnen stoppen. Mörderdrohnen in Rammstein stoppen. Wir fordern Airbase jetzt schließen. Wir fordern Airbase jetzt schließen. Wir fordern Airbase Rammstein schließen. Das ist nichts anderes als Lynchjustiz, liebe Freunde. Jeder Drohneneinsatz außerhalb eines Kriegsgebiets, also zum Beispiel in Pakistan, Jemen oder Somalia, stellt darüber hinaus einen Verstoß gegen das Gewaltverbot nach Artikel 2 Nummer 4 der Charta der Vereinten Nationen dar und ist damit eine völkerrechtswidrige Aggression. Nach Artikel 3f der Aggressionsdefinition in der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 14.12.1974 stellt es auch eine Aggression im Sinne der Charta der Vereinten Nationen dar, wenn ein Staat einem anderen Staat erlaubt, von seinem Staatsgebiet aus eine Aggression gegen einen dritten Staat zu führen. Genau damit, liebe Freunde, haben wir es hier in Rammstein zu tun. Sag mir mal, warum sie daran gehen will.
Ein Song noch.